Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, das ist die erste Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum tierischen Nebenproduktbeteiligungsgesetz. Ich gehe davon aus, dass nicht Herr Boddenberg, sondern die Umweltministerin den Gesetzentwurf einbringt. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mir freue sich. Das haben jetzt nur die Herborner verstanden. Ne? Ja. Doch. So, also, ich bringe das Gesetz ein zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum tierischen Nebenproduktebeseitigungsgesetz. Das ist ein ziemlich sperriger Titel. Und es handelt aber von einem wichtigen Sachverhalt, nämlich von der Beseitigung der Tierkörper, die notwendig sind, damit die Übertragung von Tierseuchen und anderen Krankheitserregern möglichst verhindert wird. Und deshalb sind alle toten Tiere oder Schlachtabfälle grundsätzlich nach den Grundsätzen dieses Gesetzes zu entsorgen. Seit dem 01.01.2019 ist die Tierkörperbeseitigung hessenweit vereinheitlicht. Die Aufgabe wurde auf die SEC-Anim Südwest GmbH übertragen. Die Firma war bereits zuvor für Nordhessen und Mittelhessen zuständig. Jetzt haben wir das übertragen für das gesamte Landesgebiet. Das bedeutet, dass es einheitliche Entgelte für die Betriebe der Vieh- und Fleischwirtschaft insgesamt im Land gibt. Das heißt, ganz pragmatisch, eine tote Kuh zu entsorgen, kostet in Bad Karlshafen genauso viel wie im Odenwald. Also, es ist gerecht. In Hessen werden dafür die Kosten zu je einem Drittel vom Land, den Kommunen und den Tierhaltern getragen. Wir wollen das Gesetz verlängern. Das ist notwendig. Und einige redaktionelle Anpassungen vornehmen. Aber wir haben auch eine wichtige Änderung vorgesehen, nämlich für die Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer. Die sollen künftig die Möglichkeit erhalten, so wie Menschen, die ihre Haustiere in Krematorien geben, dass auch die Pferdebesitzer dieses machen können, die ihre toten Pferde im Krematorium einäschern lassen. Weil für viele sind das inzwischen Freizeitpartner, diese Pferde, und nicht mehr Vieh, das für sie ein Arbeitstier ist. Insofern besteht eine andere Bindung, und sie wollen es eben nicht in die Tierkörperbeseitigungsanlage entsorgen lassen. Das bedeutet aber, dass diese Menschen dieses künftig auch selber bezahlen müssen. Es ist nicht sinnvoll und nicht notwendig, dass dieses nach der Drittelfinanzierung finanziert wird. Und auch dieses ist in dem Gesetz entsprechend so verankert. Der Hessische Pferdezuchtverband stimmt diesem Ansinnen auch so zu. Ich möchte Sie bitten, diesem Gesetzentwurf nach ausführlichster Beratung im zuständigen Ausschuss dann zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Ich eröffne die Aussprache und darf als Erstem in der Aussprache dem Kollegen Meysner für die. Gibt es jemanden? Ich habe gar keine Wortmeldungen. Ich will auch keine Wortmeldungen herausfordern. Wunderbar. Dann können wir ohne Wortmeldungen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung dem ULA überweisen. Keiner widerspricht, dann machen wir das so. Da haben wir noch einmal Glück gehabt. Gut.